Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie diese Woche auch wieder eingeschaltet haben. Wir zeigen euch heute den Festumzug der Kirchgemeinde Diedrichshagen. Schön, dass ihr alle so ein bisschen an die Straße rückt. Wunderbar. Begrüßen, damit sie auch hören, dass wir sie begrüßen. Das kannst du mal. Wer ist der obere Schweizer Landtag? Axel, bist du gut involviert hier? Das ist. Das ist in den Eimer, wo man damit drauf ist. Der fährt gerade. Wunderbar. Der lässt einen fahren. Und dann kommt schon Hans Oldenburg wieder mit seiner Kutsche. Im Anschluss haben wir zwei ganz schicke Pferde, der auch schicke Reiterin sitzen drauf. Die Pferde werden richtig unruhig da unten, ne, die Achse. Fachbegriff ist ein Amazonen, wenn ich das so richtig weiß, ne? Aber du so alles weißt, ne? Und jetzt kommt schon die Erntekrone, die jedes Jahr bewacht von unserem Erntepaar, der Familie Thüsen. Und heute bleibt sie, glaube ich, auch ziemlich sicher oben drauf sitzen und fahren nicht wieder runter. Wir werden dann beobachten. Die Erntekrone auf jeden Fall ist mit auf dem Wagen. Sieht wieder ganz toll aus. Und im Anschluss an den Umzug gehen wir alle ins Zelt und wollen sie hochziehen. Und Volker, jetzt nicht nur Bonbon schmeißen, pass auf, dass deine Frau sitzen bleibt. Halt sich besser hier, ne? Genau, der Chef vom Traditionsverein, der Herr Meier-Bodlinger, der den Wetter heute Nachmittag endlich geklärt hat. War eine schwere Geburt heute, aber er hat es dann doch noch hingekriegt. Das ist schön, da freuen wir uns alle drüber. Er hat bestimmt noch ein kleines Stoßgebet den Himmel geschickt und schon ist das Wetter gut. Ich kann auch kaum eine Wolke sehen. Naja, es wird nicht von daher. Hier sind die beiden Chefs von der Nachprodukt. Genau, so eine schöne Mitgeburt mit unserem schönen Kreis. Die Kurzfahrt bei Stimme konnte er organisieren. Du hast da gar nichts zu trinken, was ist los? So, und auf der nächsten Kutsche erstmalig der Bürgermeister aus Upalz, die Springer mit seiner Frau. Den haben wir ein bisschen überreden müssen, dass er da mal mitgefahren ist. Na, er muss sich aber vorstellen, der neue Bürgermeister jetzt hier oben, von da wollen wir auch alle mal kennenlernen. Das ist schon mal wichtig, ne? So sieht er aus, der Bürgermeister der Großgemeinde. Die Handhaltung ist schon optimal. Das fängt Potenzial hin, ne? Jetzt kommen die Warnauer, wir sind mal gefahren von der Ganze Zeit geblasen. Und morgen früh ganz wichtig, auch zum Fußschoppen sind Kinder da und spielen auch schön und vor. Und jetzt der Chef von Zina Kern mit einem Landesmann. Und ganz schön schöne Wählen sie auf, die auch wunderschön als wie in Köln. Und die Zina macht das wie in Köln. Immer reichlich Holz damit. Ziehbahn ohne Ende, der nächste mit den noch älteren Bulldog. Und bei Ziehbahn ist es so, die können ja fast alles. Sei es Gas, Wasser, Scheiße, Strom, bei Ziehbahn sind wir immer Hilfe. Genau, so sieht es aus, als der Tonfolger der Firma schon unterwegs mit dem Land Bulldog. So, und als nächstes, die hören wir mit dem Kanker zu was von hier, und die jetzt 14 Millionen, die in diesem Jahr kennengelernt haben.
Genau, das ist ja wunderbar. Zieler, Kreuz haben sie auch fertig gemacht und auch einen Kuchen angebaut. Und natürlich schön alt, oder kann er gleich nochmal, der hat schon die erste Folie liegen. Ja, von daher. Jedes Wort im Schluss für Zieler, steht gleich von der Bundesbank. Ein schönes altes Kind, Dieselboss. Und ein schönes Landbruder, wo man wieder durch vorne verhandelt gefahren wird. Und wir noch gleich weiter mit der Sitte drauf. Wollen wir alle nochmal klatschen, aber mal einen großen Applaus. Alles schön gemacht, das ist ein Applaus wert, denke ich. Jetzt kommen wir zum zweiten Mal dabei. Letztes Jahr erstmal, ich habe ihn so gefahren hier nach Nordfrankreich. Genau, schön dran, Benzin, Lena. Die Sandstrahlerei MSQ. Vorhin waren sie noch zu zweit, einer der MSQ in Berlin geblieben. Oder nächste Fahrzeug sind die schönen S50, hatten wir früher alle. Wo kommt diese Feuerwehr? Das ist unsere Rüdinger, die jetzt gleich mit ihrem Mannschaftswagen und mit unserem Feuerwehrauto. Wer ist ein Rüdinger? Der Feuerwehrchef? Der Chef, Thomas Thiem. Ah, da vorne sitzt der Thomas, genau. Und der kann pflastern. Also wenn ihr mal pflastern wollt. Genau. Er ist der Beste. Noch einen schönen alten Hallo-Mark. Max 1 ist so schön draufstehen. Hat er auch wunderlich verbunden. Und wir trinken die Wiederumwagen. Ne? Von daher hat das schon mal gut geklappt. Die harte Überfahrt mit was zu trinken. Aber auch so eine schöne Geschichte. Eine gute Gemeinde hier so ein bisschen zu reisen. Der Fabio ist mit seinem Eike natürlich auch wieder dabei. Da der Pass hier auf der Kutsche saß, muss der Sendung fahren. Genau, so wurde es aufgeteilt. Der FSV Kessdorf. Und auch jedes Jahr dabei sind. Die haben es richtig gemacht in diesem Jahr. Ja, unsere Jungs vom Fußballverein, wir haben hier mal einen herzlichen Klatschen, wir sind schon gut im Ballon und unserem Ausführer im Sportverein. Schöner alter Endlich von 1000 Vereine, die haben sich dann das auch nicht nehmen lassen, sind auch nicht mehr. Die richtige Musik haben sie auch mit dem Fußballer, werde ich schon. Jetzt ja, ganz so schnell ist der nächste nicht. Das hat wahrscheinlich verschiedene Gründe. Bruno Leistung zu gewinnen. Der Weg zu groß. Einmal noch 5 Minuten verpasst haben. Das ist ein nicht schnuppiges Fahrzeug, sehe ich schon. Ne? So, als das nächste Fahrzeug bin ich ja wahrscheinlich besser. Du kommst ja aus den neuen Bundesländern, nicht aus den alten. Wir haben jetzt mal einen Belarus. So, man hat eine frühere Landwirtschaft hier. Vielleicht für mich mal so als Auffrischung deiner Gedanken. So tolle Fahrzeuge hatten wir damals, ne? Und hier auch. Und das ist ein Fahrzeug. Heißt, wir müssen ja mal so Lupal und Knutz. Und bei Kirchspiel ist noch alles. Wir müssen nächstes Jahr noch die nächste Stunde aufbauen. Aber der richtige Fahrzeug muss auf jeden Fall mit. Und kommt wieder ein ganzer Alt, wenn es jemand weiß, dazu. Das weißt du noch viel besser als ich. Genau, ist auch einer von uns. Hallo, ja, genau, herzlich willkommen hier bei uns. Vorstand CT 300 Fischer-Pieters aus Unfall. Der Feuerwehr war irgendwie. Ja, diese Fahrzeuge werden immer schöner. Ne? Alles Maschinen außer Heimat haben wir früher selber gefahren, als das Leben noch schön war, nach dran. Die Körperwehr. Von Fragen haben wir hinten die Achse so getrieben, haben wir noch einen Schaden. Noch einer der ZT-Abteilung für ein bisschen neues Gemälde, jetzt in der Stauwatz gehabt. Frank Landante, der hat auch wieder mit und hinten gleich ordentlich die Silber gebraucht. Wir haben auch die Fahne gemacht für den Kölz. Ja, die Fahne kennen wir die meisten von uns, denke ich. Nächste Eisenbahn. Dann die Feuerwehr aus Unfall, die hat da dran stehen, der Flügel ist ja ein Zeitfahrt. Oder Unfall, der größte Feuerwehr, aber die kennen das, hat auch ein größer Dorf in der Gemeinde. Und haben das meiste Geld, ne? Für eine reiche Gemeinde. Ja, wahrscheinlich. Wenn so sieht das aus. Dann ist wieder einer für dich. Das sieht man dann 47 oder 10. Ja, der kommt auch schon mit der Bahn. Naja, aber irgendwann schon, wenn man ehrlich ist, ne? Ich meine, er fährt ja auch, so ist es nicht. MS aus Kastan. Und jetzt kauft man
große Tonbandglas. Robert, guck doch mal, ein Glas 15 Uhr am Mann gebracht hast. Robert, guck mal, die Schärfe da nach oben. Den Farblos, den kennen wir also einmal. Und den Fahrer kommt drauf. Das ist den kennen wir auch. Den Couch, wir das haben in der Manöver, auch wenn wir wieder mal am Ebenen sind, der kann das für uns. Dann kommt jetzt der Fasschef von Manzano. Der Roland Fröhlich, der seinen 644 Jahrzehnt genommen hat, um damit die Interessengemeinschaft Ludwig, Gutlieb, Christine und Frau auch hier mit Kuschel. Ja, ich sehe, du hast die richtige Ahnung, ne? So, dann ist wieder einer vor uns, ich glaube, der kam aus dem Schreckenland damals, dieses Modell. Du musst ein 10 oder 7 Jahre und auch Stückchen kann ich mit Training mit Kuschel machen. Der Fahrer sein soll, und das dann mit dem Trainer. Aber die Pferde waren durchgegangen und hatte aber eine Alibi ausreden. Denn so ist das nicht. Das ist jetzt Plattenbau Wienke, also wenn wir Blüten haben wollen oder auch größeres Gewächs, das ist einfach ein guter Weg zu Wienke hier in diesem Haushalt. Genau, auch gerade haben wir eine schöne Ausstattung zu Weihnachten, zu Frühjahr, immer was los, ein bisschen Ramazamba-Mittel, haben wir uns auch mitgebracht. Das Tag kommt jetzt in die Augenfaust auf die Karte. Also auf dem Fahrzeug jetzt zum El Castana, das muss ja ein kleines Dorf sein, ne? Ja, da. Die drei Häuser, die wir stehen, da passen wir heute noch einen drauf. Jetzt kriegst du auch auf den Wagen oder ist er nicht mit? Der ist nicht mit. Der ist nicht mit. Zu Hause gab es noch ein Bier, wollte ich mitlassen. Ach so, ist das Leben, ne? Dann ist er doch noch einer im Restaurant. Einer muss im Kauf bleiben, alle muss mit. Diesen hat er, ist auch wieder dabei. Da ist ja, wenn er irgendwas, irgendwelche Freunde das Auto hat, bist du nur noch unterzieht, was hat er, der lief euch auf jeden Fall. Sei es eine Reparatur, TÜV. Aber neue verkauft auch gut. Genau. Auto habe ich noch so in Erinnerung. Oh, die Motor hören wir schon. Und was Neues ist. Ja, nochmal großen Applaus. Genau, wir klatschen alle mal erstaunt, was alte schon gesagt hat, wie das abgeht. So eine Fahrzeuge hatten wir früher nicht. Nee, so ein Augenblick. Schön Gold, Manni fährt den Dortmund-Trupp jedes Jahr sicher durch den Festumzug. Mit der Klaus hat die Mühle schon alle in Schirm gebracht für ihn. Habt ihr schon? Wir wollen alle mal kräftig klatschen, wie auf einer Kirche, sehe ich. Klaus, was los? Hast du Lademo? Klaus hat Lademo. Wie war denn das? Jawohl, nochmal ein großer Applaus für die Mädels, sieht auch ganz toll aus. Die Schildbürger sind natürlich auch wieder dabei. Der Busse hat die Schildbürger, die Kette aufgedeckt, gesagt, ob ihr macht, ist einfach toll. Ja, sicher, sicher, ne? Durch weitere Anreise hatte der Hartmut Wiese, der Schönhof. Schönhof ist auch fast leer. Ja. Aber mit dem Belarus kann man aus solchen Städten locker zurücklegen. Und ich hab mich auch für das Land gegangen, siehst du? Ja, die haben wahrscheinlich unter nichts zu Pullern abgesetzt, dann geht's so weiter, musst du da bleiben, ne? Drum laufen. Aber ich finde sie ja wieder, kann ja noch lang hier. Noch ein Dorf ist jetzt wieder in Wieschdorf, da stehen ja auch nur ein paar Häuser, die sind alle nur auf Vollern drauf. Meinst du da auch mal, wie gesagt, das sind viele Dörfer, die heute merke ich schon. Das steht ja auch noch ein schöner Alter, wie jetzt hier 24. Ist das nicht hübsch? Das sieht ziemlich dick aus. Nein, ich weiß nicht. Ich denke, wir wollen noch mal klatschen. Ihr seid mir so ruhig heute. Wir wollen ein bisschen mehr Stimmung machen in Köln. Also noch mal so ein bisschen Bewegung. Ist alles toll geschmückt, ist alles toll gemacht. Da ist auch mal ein großer Applaus her. Die Feuerwehr kommt woher? Die kommt aus Hanshagen. Steht auch dran. Der erste und letzte kommt aus Hanshagen, genau. Ich nenne nochmal einen großen Applaus zum Abschluss und dann gehen wir alle in Richtung Festzelt und tschüss.
So, liebe Zuschauer, das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.